Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit Thomas von PlayerGetdown. In der heutigen Folge werde ich einige aus meinem Clan vorstellen. Und ja, ich werde so generell den Clan vorstellen, wie viele drin sind. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und wieder einige Besuche, beziehungsweise ein. Und ich werde einmal angreifen, da ich ja etwas Gold brauche für meine Mauern und für die Pokéjagd, die ich mitmachen werde. Hui. Aber ich werde erstmal die besuchen, die besucht werden wollten. Ich meine, Fly wollte besucht werden, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich meine schon. Tunnel Level 9, Trophy Base. Okay. Also quadratische Base, muss ich sagen, finde ich nicht so knorke. Da man das schon relativ leicht zerstören. Warte mal, Fly, warst du nicht gestern vor... Nee, gestern warst du da nicht erst in Kristall 3? Okay. Sehr gut, wohl im Pokéjagd. Ich kann das nicht so prickelnd. Okay. Ja, zu Trophy Bases kann man nicht so viel sagen. Okay, die Magertürme. Der hier deckt 4 ab. Ja, ich glaube, du willst einfach nur deine Base auf YouTube sehen und deinen Freunden sagen, hey, ich bin auf YouTube. Okay. Shumi wollte nur besucht werden. Er war in Kristall, aber mit Level 68 hält man da nicht lange. Raptus Level 9, Farming Base. Meiner Meinung nach etwas zu früh hochgegangen. Aber den Fehler haben wir doch alle mal gemacht, oder? Ich glaube schon. Magiertürme sind meiner Meinung nach etwas zu niedrig. Müsste mindestens auf 5. Minenwerfer machst du gerade hoch. Eine Magier-Minion-Riesen-Packer-Taktik, okay. Und natürlich Mauerbrecher, aber die zählt man irgendwie nie mit da, dass... Da man die in jedem Angriff nutzen kann. In jedem wirklich. Okay. Fazit der Base. Das ist schwer, ist schwer. Ich habe schon so viele Base-Reviews gemacht in der Zeit, wo ich hier auf YouTube bin. Ja, eigentlich ist die Base gelungen, finde ich zumindest. Okay, ich würde sagen, wir werden den nächsten besuchen, wenn ich den nächsten... ja, das waren eigentlich die einzig beiden, die besucht werden wollen. Also ich kann mal meinen Clan vorstellen. Ich bin seit vorgestern oder so drin. Ich hatte ja eigentlich erstes vorgeschlagen, dass ich so die Clans meiner Abonnenten besuche, aber ich habe mich leider umentschieden, da ich jetzt Vizeanführer hier bin und wir gesagt haben, dass wir den Clan etwas aufbauen, einen aktiven Clan machen, der auch CWs gewinnt und wo auch alle angreifen und die nicht angreifen, gekickt werden. Und das sollte auch so sein, finde ich. Nice. Ja. Okay, was kann man zu dem Clan sagen? 12.000 Pokis, beinahe 13.000. Magical Warriors, zweimal die Woche CW, zweimal Angreifen im CW ist Pflicht, Spenden, was gefordert wird, Verhältnis 1 zu 2, kleine Streitigkeiten, neu ab Level 60, Spaß am Spiel. YouTube Play again. Okay. Nice, 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 nice. Genau 50 Euro, okay. Ja, ich würde sagen, wir werden die nächsten besuchen und ich glaube, ich muss das überspringen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Der Clan heißt The Fighter, aber davon wird es wahrscheinlich 5 Milliarden geben. So. Fighter. Ich hab's mir gedacht. Ja, der kann das nicht sein. Ich hab so keinen Bock, den Clan-Kürzel rauszusuchen. Das dauert immer so 30.000 Milliarden Jahre. Mein Handy vibriert gerade. Android 5.0 kannst du in die Tonne treten. Ja, ich suche kurz den Clan-Kürzel raus und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe den Clan gefunden. Hier. The Fighter ist ein geschlossener Clan. Wieso, weiß ich auch nicht. Ich kenne deine Mama ja persönlich. Ich kann ja mal drauf ansprechen. Okay. Die beste Ratus 8 Farming Base, die es gibt. Und jeder, der das gegen den Gegenteil behauptet, ist ein bisschen behindert im Kopf. Denn diese Base ist einfach nur... Pornos. Der Magerturm deckt zwei Lager ab. Der Magerturm deckt zwei Lager ab. Der Magerturm deckt zwei Lager ab. Ist ein bisschen zu niedrig, aber ich habe Clemens versprochen, nicht darüber zu reden. Und es nicht zu kritisieren. Luftabwehr deckt die gesamte Base ab. Kanonier schon auf 10. Top. Würde ich allen empfehlen, die eine Ratus Level, also die Ratus Level 18 und eine Farming Base suchen. Empfehle ich allen wirklich. Okay, ich würde sagen, wir werden jetzt auch angreifen. Heute ist wieder mal so eine langweilige Folge, wo man nichts machen kann. Aber ich könnte mal hier eine Wiederholung zeigen. Wiederholung. Das mache ich, glaube ich, viel zu wenig. Ja, ist eigentlich... Naja, ich finde den Loot jetzt auch nicht so... Ja,
Da drinnen war ein Loch, das ist klar, dass dann 1000 Milliarden Fallen drinnen sind und dann noch Teslas da stehen. Ich würde es auch nicht probieren, da drinnen was zu machen, aber wenn da so ein Loch ist, kann man sehr gut Clan-Truppen rausgelocken. Das ist der einzige Vorteil, wenn da so ein Loch in der Mitte in der Base ist. Okay, Raptor, mal gucken, den du angegriffen hast. 50% gerade geschafft. Joa, 213k Gold und 117k Elixier. Ist in Ordnung, muss man sagen. Okay. Nice. Hast du das meiste bekommen anscheinend. Okay, ich würde jetzt sagen, wir greifen an und ich werde die Gegnersuche wie immer überspringen. Also bis gleich. Ich würde mal sagen, den wir jetzt probieren, schaffen werde ich ihn wahrscheinlich nicht. Der dort 2 X-Bows. In der Mitte aber X-Bows, davor habe ich... verdammt, ich hätte jetzt mal gucken sollen, ob da Riesenbomben sind. Egal. Das war irgendwie klar, das ist eine What-the-fuck-Base. Finde ich, also... Ja, wenn wer sagt, das ist eine gute Base, der ist, ja. Dann sieht man allein schon an den Mauern. 6er Mauern mit Town Hall Level 10 ist ein bisschen mager. Ein bisschen sehr mager. Dann hier so ein 4er oder 3er Magierturm. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Magierturm ist. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, das Problem ist, ich benutze nie Zauber. Oh ja, das wäre schön, wenn wir noch irgendwie in das Dunkle kommen, was ich aber bezweifle. Aber der Barbarenkönig geht auch immer nur auf Mauern. Komm, wenn die Bogenschützenkönigin jetzt richtig läuft, bekommen wir das Dunkle. Ja, wir bekommen das Dunkle. Hammergeil. Das wollte ich haben. Ich bin ja momentan auf dunkles Elixierjagd. Für meine Helden und eventuell für die Lakai Level 5. Es kommt drauf an, wie viel die kosten. Ich schätze mal 50k. 50k sind machbar, die sind wirklich machbar. Okay, ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen CLC mehr verpassen wollt, über ein Abo würde ich mir auch sehr gerne freuen. I'm a Scatman. Okay, und bis zum nächsten Mal. Ciao.